Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, vielleicht hört man es, ich bin etwas krank, aber egal. Wir sind jetzt von dem kostenlosen Campingplatz ein bisschen in die Berge gefahren. Ich glaube 20 Minuten. Und ja, hier sind jetzt wieder mal Wasserfälle, Murray Falls. Ganz kurios, um zu denen zu kommen, mussten wir jetzt durch einen Campingplatz durchfahren. Aber hoffentlich werden die cool. Are you listening? So, wir sind in Cardwell angekommen. Cardwell ist weniger als ich dachte und hier gibt's nicht viel. Hast du dir gegönnt? Ein Kaffee. Zu teuer. Wir fahren nach Süden. Wir sind jetzt gerade hier in Cardwell, was die nette alte Lady uns eingekreist hat, und fahren jetzt runter nach Ingham und dann fahren wir runter nach Townsville. Das wird, glaube ich, auch ein ziemlich langweiliger Tag heute. Ja, aber wir haben immerhin schon einen geilen Wasserfall gesehen und in Townsville kann man vielleicht ein bisschen chillen. Da kann man bestimmt irgendwas machen. Wir sind an einem Lookout, der ganz nett ist. Und wir fahren heute wahrscheinlich noch bis Townsville, wo wir dann noch garantiert, weil hier gibt es nicht viel, wo wir dann noch jemanden treffen, den wir auch aus Cairns kennen, der da jetzt mit dem Bus hingefahren ist. So, wir sind jetzt ganz, ganz lang geradeaus gefahren und dann plötzlich ganz, ganz viel Zickzack gefahren und fahren zu den Wasserfällen hier in der Nähe. Die heißen, glaube ich, Wallangann Falls oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Aussicht schön. Die Straße da sind wir eben hergefahren. Ja, der schlägt sich wie immer gut. Aber auch der Hammer, mal wieder. Aber man hat ja eigentlich fast überall einen guten Ausblick. Also, wir sind jetzt eine Stunde hier hingefahren von der eigentlichen Route. Also nicht, dass wir heute insgesamt nur eine Stunde gefahren sind. Und es ist der Giringun Nationalpark und die Wallaman Falls. Boah, diese Fliege, ey. Und es hat sich definitiv gelohnt. Guckt selbst. Ja, der Wasserfall ist 268 Meter hoch und 540 Meter über Null. Aber das ist ja egal. Kannst aber toll ablesen. Ich bin stolz auf dich. Ich weiß. Ja, hier muss man leider auch immer mal wieder auf dem Weg anhalten. Aber in Cairns bezahlt man 1,29 pro Petroliter, also Benzin. Hier bezahlst du nur 1,9. Das sind 20 Cent pro Liter weniger. Wir sind jetzt in Townsville angekommen und erkunden erstmal die Stadt. Kamera nehme ich erstmal nicht mit, aber werde ich später nochmal zeigen. Townsville sieht echt chillig aus. So, also, wir sind ja jetzt in Townsville heute angekommen, haben ein bisschen die Stadt erkundet und es ist sehr, sehr chillig und nicht so hohe Luftfeuchtigkeit. Ich hoffe, das geht jetzt mit dem Wind. Jetzt sind wir auf den Castle Hill gefahren, der direkt hinter Townsville liegt, und gucken jetzt den Sonnenuntergang an.
Männer und bestimmte